Vor dem digitalen Zeitalter war die Welt relativ einfach und nun, da Computer und das Netz unser Leben bestimmen. Wo stehen wir eigentlich am Beginn der Revolution sozusagen im elektronischen Rechtsverkehr für die Justiz und die Anwälte? Das war das Thema des Forums und da bislang jeder damit andere Erfahrung hat, zuerst einmal der Ist-Zustand. Wenn Sie elektronisch kommunizieren, müssen Sie Schriftsätze einreichen. Diesen Schriftsätzen müssen Anlagen beigefügt sein. In vielen Fällen jedenfalls. Diese Anlagen haben Sie entweder vom Mandanten bekommen, die können alle möglichen Dateiformate haben, oder Sie müssen sie eben selbst herstellen. Sie müssen jedenfalls scannen. Das ist auch ein Stolperstein bei der Organisation der Abläufe in der eigenen Kanzlei. Wenn die Sache mit dem Scanner geklärt ist, sowie alle weiteren technischen Hürden genommen sind, dann könnte es eigentlich losgehen. Aber was ist, wenn diese Daten auf Ihrem digitalen Weg aus der Kanzlei nicht vollständig oder gar nicht ankommen? Oder wenn sie von Dritten gelesen werden, die dies gar nicht dürfen? Jeder Anwalt denkt bei jedem Schritt an die persönliche Haftung und denkt an die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Haftung bei Scheinsozietäten. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir auch bei elektronischem Versand hundertprozentig nachweisen können, jawohl, dieser Schriftsatz ist innerhalb der Frist bei Gericht eingegangen. Nächste Hürde, ist der Absender auch wirklich der Richtige? Da helfen Signaturkarten. Also wir haben wirklich in der Praxis festgestellt, dass von diesen, sagen wir mal, 5 großen Anbieter, die es gibt, hinter der GNK steht ja die Post als Anbieter, und dass dieses im Moment wohl die schnellste Karte ist, um viele Signaturen anzubringen. Deswegen unsere Empfehlung. Und Anwälte, die diese Systeme nutzen, empfehlen, haben sie immer 2 Karten parat, damit auch bei Sendungen kurz vor dem Ende einer Frist alles glatt läuft. Ähnliche Anlaufschwierigkeiten mit dem elektronischen Rechtsverkehr gibt es auch bei den Empfängern. Herr Volker hat das sehr anschaulich geschildert, was da also passieren muss innerhalb der Anwaltskanzlei. Das ist für uns das gleiche Problem, nur dass in der Anwaltskanzlei vielleicht so ein Päckchen Dokumente eingeht pro Tag und in einem großen Amtsgericht Köln fahren die Post mit dem Lieferwagen rein. Das heißt, der Umschlag ist größer. Aber, und da sind sich alle Beteiligten einig, es führt kein Weg an der Technik vorbei und Beispiele gibt es genug. Wer seit 2007 von der Europäischen Union für irgendetwas in einem Förderprogramm Geld will, selbst für Agrarförderprogramme, muss elektronisch die Anträge einreichen. Es gibt mit der EU-Kommission im Förderbereich nichts anderes mehr außer Elektronik. Es hat keine Bauernproteste gegeben. Bemerkenswert. Und wenn es keine Bauernproteste dort gegeben hat, dann sollten die Anwälte, glaube ich, auch Mut haben. Und wie sind nun die gesetzlichen Rahmenbedingungen? Wir können an dieser Stelle nicht so tief ins Detail gehen und die verschiedenen Entwürfe von Bund und Ländern vergleichen. Daher nur so viel. Wir haben diesen ungewöhnlichen Fall, dass wir ein Thema, aber 2 Entwürfe haben. Aber das kann mal passieren, gerade eben bei einem solchen Thema, was die Organisation der Länder so stark betrifft. Wir sehen eigentlich, dass die Konkurrenz beider Entwürfe eben die Diskussion intensiviert hat und eben auch das Resultat dadurch eben verbessert hat. Derzeit laufen die Stellungnahmen zu den Entwürfen. Von Länderseite gab es ein Kompliment. Ich habe eigentlich einen gewissen Werbeblock sozusagen für den elektronischen Rechtsverkehr, für die elektronische Akte vorbereitet, aber ich streiche den jetzt, weil ich das Gefühl habe, ich brauche ihn hier nicht. Ich habe das Gefühl, die Anwaltschaft ist deutlich weiter, auch innerlich deutlich weiter, als ich das jedenfalls so wahrgenommen habe in unserem Land, in Baden-Württemberg. Noch weiter sind allerdings die Notare. Denken Sie alleine daran, ein Notar hat am Tag 10, 15, 20 Handelsregisterfälle, die unterschreibt er, weil die Signatur auch multisignfähig ist, einmal am Ende des Tages und schickt das Ganze weg, sicher über das EGVP. Da gerät seit Jahren kein Handwerk danach, warum das so schwierig sein soll. Und wie sieht nun der Alltag in einer Großkanzlei aus? Das Aufkommen an E-Mails ist immens. Wir haben weltweit gesehen ca. 1,5 Millionen gesendete E-Mails im Monat und haben 2 Millionen eingehende Nachrichten. Ich selbst bekomme ca. 70 bis 100 E-Mails am Tag, was vielleicht ungefähr einen Eindruck davon vermittelt, wie intensiv elektronische Medien bereits genutzt werden. Wenn man die alle mal nebeneinander legen würde, würde es einen Turm ergeben, der höher ist als der Eiffelturm, selbst wenn jede E-Mail nur eine Seite hätte.
Und auch angesichts dieser Datenmengen müssen sich die Mandanten darauf verlassen können, dass ihre Angelegenheiten auch wirklich vertraulich sind. Die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht, damit das Ganze auch richtig funktioniert, hat der Gesetzgeber nicht dem Zufall überlassen, sondern hat eine Strafbewährung über diese anwaltliche Verschwiegenheitspflicht gesetzt. Das ist der Paragraf 203 Strafgesetzbuch, Verletzung von Privatgeheimnissen. Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis dann als Rechtsanwalt anvertraut worden ist, bekannt gibt und so weiter, wird mit, also offenbart, oben hatte ich noch vergessen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Diskutiert wurde auch die Frage, soll es nun noch mehr Sicherheit geben als seinerzeit bei der Einführung der Faxgeräte? Der Vorschlag des DAV liegt nun auf dem Tisch. Paragraf 43a der BRAO könnte erweitert werden und externe Dienstleister mit entsprechenden Einschränkungen und schriftlichen Vereinbarungen einbezogen werden. In Österreich ist man beim elektronischen Rechtsverkehr schon deutlich weiter. Ganz wichtig das Zivilverfahren. Hier haben wir einen ganz wichtigen Vorteil des elektronischen Rechtsverkehrs. Sie müssen eine Mahnklage mit Pflichtfeldern ausfüllen in der Anwaltskanzlei und bereits bei diesem Ausfüllen gibt es eine Prüfung, eine Plausibilitätsprüfung, das heißt falsches Gericht, falscher Streitwert, all diese Dinge werden schon in der Kanzlei, noch bevor Sie überhaupt irgendwas wegschicken, korrigiert. Das heißt, die Zurückweisungszahlen sind gigantisch zurückgegangen. In Deutschland sollen ab 2018 alle Gerichte für den elektronischen Rechtsverkehr geöffnet sein. Meinungen aus der Podiumsdiskussion kurz und knapp. Natürlich gibt es jetzt viele Bundesländer, die schon die überwiegende Zahl oder gar alle Gerichte geöffnet haben. Und auch dort sind eben die elektronischen Eingänge nur im Promillebereich. Es kostet ja schon ein bisschen eine Infrastruktur. Und diese Infrastruktur bereitzustellen, das kann man vor den Finanzministerien und natürlich auch den jeweiligen Rechnungshöfen nur dann rechtfertigen, wenn auch die Nutzung ansteigt. Es ist unbedingt erforderlich, Anreize zu schaffen. Also es muss sich für den Anwalt auch gerade gegenüber dem Telefax als einen Mehrwert darstellen, den elektronischen Rechtsverkehr zu nutzen. Das ist bisher nicht gelungen. Ja, man kann darüber dann debattieren, wer hat angefangen, die Justiz, weil sie nicht investiert oder die Anwälte, weil sie nicht anfangen einzureichen. Wenn die Anwaltschaft im Gesetzentwurf etwas von Zwang liest, Zwang zum elektronischen Postfach, dann ist die emotionale Reaktion erstmal Abwehr. Deswegen muss unser Weg sein, wir müssen das so attraktiv machen, dass die Anwälte sich drum reißen, daran teilnehmen zu dürfen. Dann brauchen wir den Zwang nicht. Das Fazit dieser Runde war einem früheren Werbespruch entlehnt. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.